Naja. Ich mag das. Ich mag es ja eigentlich auch, aber das ist so eins, womit man kleine Kinder verarscht. Ich wurde damit tatsächlich verarscht. Ich auch. Damals. Ich sehe hier gerade niemanden im Laden. Oh, ein Bett aus Kiefernholz. Aus Holzkiefern. Was, Herr Professor, Sie wollen mich heute Abend besuchen? Wieso das denn? Weil du ein so schönes Bett hast, das ich gerne hätte. Damit ich dich besser Das ist kann. der Glockenturm, von dem Sie sprachen, richtig, Professor? Ja, ganz recht. Da steht jemand vor dem Eingang. Der Glöckner von Saint-Mystère. Da ist doch bestimmt irgendwo ein Rätsel versteckt. Also ich glaube, das Leitmobil hat keins mehr gehabt. Sie hat keins. Wenn das anders wäre, würde man das, glaube ich, erkennen. Wenn Da das immer diese. so auffällig aussieht wie Ja, diese Kerze. aber man, also ich habe schon mitgekriegt, ich glaube, Hinweismünzen und sowas werden wiederhergestellt manchmal. Oder beziehungsweise nicht wiederhergestellt, aber neu platziert auf Nanu! den Sachen. Was war das denn für ein Grollen? Das war mein Magen. Jetzt habe ich aber die Nase voll. Kann denn nicht mal jemand diesen Lärm abstellen? Was ist denn los, mein Herr? Wen nennst du hier Herr? Ich bin doch kein alter Knacker. Ach, was soll's? Ich bin empört. Oh, dieser Lärm, dieses furchtbare Grollen. Ich krieg nachts kein Auge zu. Früher kam nur ab und zu Lärm aus dem Turm, aber inzwischen hört der Radau ja gar nicht mehr auf. Wie soll ich denn da schlafen? Hörst du mich, du blöder Turm, du? Wie soll ich denn da schlafen? Bitte beruhigen Sie sich, mein Herr. Wissen Sie vielleicht, was genau dieses Donnern verursacht, mal abgesehen von Ihnen? Jetzt, wo Sie es erwähnen, ich habe nicht die geringste Ahnung. Manche sagen, es sei das Gebrüll eines riesigen Untiers, das oben im Turm wohnt, aber wer weiß? Der Lärm kommt also aus dem Turm. Interessant. Der Typ regt sich so auf. Oh, diesmal bin ich rasend. Es reicht, ich hab genug. Wütender Wotan nochmal. Wer ist Wotan? Ich kenne nur Wolan. Wohlan kenne ich auch noch. Wie soll ich mich so aufregen? Das liegt an diesem Dorfenrätsel. Das nervt mich schon seit gestern. Dann hättest du es uns gestern doch stellen können. Ich komme nicht drauf und es treibt mich noch in den Wahnsinn. Du elendiges Wir Misträtsel. waren gestern ja noch gar nicht da. Schaut euch das doch mal an, ja? Ja, aber wir waren vorhin schon mal da. Pillenrezept. Oh. Ah, wieder rechnen. Einem Patienten sind 10 Pillen verschrieben worden. Von heute an muss er jeden Tag eine davon schlucken, und zwar in einer ganz bestimmten Reihenfolge, weil der genaue Wirkstoffgehalt von Pille zu Pille variiert. Da die Pillen alle gleich aussehen, hat der Mann beschlossen, sie zu nummerieren. Wie viele Pillen muss der Mann mindestens nummerieren, wenn er sie in der richtigen Reihenfolge einnehmen will? Was? Ich verstehe nicht. Ich verstehe es. Und wie viele hat er bekommen? 10. Genau, also von heute an muss er die nehmen. Außerdem kann er sich ja auch an irgendwelchen Stellen sparen, sie zu nummerieren. Ja, ich kann mir die erste und die letzte sparen, aber was kann ich mir noch sparen? In der Ich Mitte gibt es keinen glaube, Sinn. ich glaube, das war's auch schon. Das soll alles sein? Ja, eben, Das wäre ja voll gemein. lustig. 30 Pikarat für Ja, 8 Pillen. das wäre das einzige, das erste und das Tja. einzige, was mir einfällt Ja, dazu. eben. Die ich heute nehme, nehme ich ja, die muss ich nachher Ja, nummerieren. genau. Und die am letzten Tag genommen wird, die unterscheidet sich von den anderen, weil sie nicht nummeriert ist. Wobei auch keiner sagt, dass ich die erste gleich jetzt nehme. Vielleicht muss ich sie erst heute Abend nehmen. Dann müsste ich sie nummerieren. Naja, von heute an muss er, also er könnte sie ja die ganze Zeit auch bei sich tragen oder so eine Sachen. Ja, Ja, gut, aber. theoretisch, dann könnte er genauso gut 10 Pillen an 10 verschiedenen Orten. Das wollte ich gerade sagen. Ich. Aber ja, Acht nehmen wird wir schon die. gemeint Ja, sein. 8 ist, glaube ich. Ja. Gute 8. Prima geacht. Da der Mann heute mit der Einnahme beginnen muss, kann er die erste Pille einfach sofort einnehmen. Dann sollte er die Pillen für die Tage 2 bis 9 nummerieren. Die letzte Pille braucht keine Nummer. Sie wird die einzige ohne sein und ist daran leicht erkennbar. Naja, außer die Nummern von den anderen gehen ab. Aber dann ist eh blöd. Das stimmt. Huch. Irgendwas mit strummelnder Stromboli, Stummel, Bummel, Pimmel.
Ich hätte es gerade fast selbst gelöst. Wieso habt ihr mir den Spaß verdorben? Ihr habt ja Nerven. Aber jetzt, wo das Rätsel gelöst ist, kann ich endlich wieder schlafen. Ich schulde euch was. Weil er jetzt weiß, in welcher Reihenfolge seine Schlafmittel einnehmen muss. Naja, aber davon abgesehen, er kann doch nicht schlafen wegen des Turms und dem Grummeln. Aber jetzt ist das okay. Ich weiß, ihr habt noch bla 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 bla. Seltsames Bauteil. Blauteil. Ein Blauteil. Ist da hinten noch irgendwas? Also ich würde sagen, wieder in dem Laden. In dem Restaurant. Ja, der hat wieder. Ich glaube, jetzt darf man alles. Hallo, die Herren. Es sieht aus, als würdet ihr nach etwas suchen, stimmt's? Wir kamen nach Samistia, um den goldenen Apfel zu finden. Wir sind aus London angereist, aber wir werden dauernd durch irgendwas abgelenkt. Unsere Ermittlungen kommen gar nicht voran. Schade, dass es nicht so gut läuft. Nun, ihr mögt doch Rätsel, oder? Dann kommt ihr mir gerade recht. Ich bin schon ganz fertig und könnte wirklich eure Hilfe gebrauchen. Ich habe hier etwas Milch, die ich aufteilen müsste, aber ich finde meinen Messbecher nicht mehr. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich aus dieser Bouillabaisse wieder herauskomme? Diese Bouillabaisse, ja. Kennst du die Bouillabaisse? Das ist die Basis in Splatoon. Das ist die Ouya-Base. Die Ouya-Base, ja, stimmt. Ouya! Auf der Theke steht ein 10, ein 5, nee, ein 7 und ein 3-Liter-Gefäß. Keine Messskala. 10 so, dass 10 und 7 jeweils 5 enthalten. Mhm. Ja, das wird jetzt nicht viel anders sein als vorher. Ja, aber irgendwie doch ein bisschen. Ja. Wie viel muss jedes? Jedes muss 5, oder? So. Das ist wieder jetzt. Jetzt hast du es irgendwie wieder. Ja, ich hab's wieder resettet, das war. Ja. Resetti hast du gemacht. Ah, jetzt wieder das da rein. Das ist doch genau das, was ich gerade auch gemacht habe. Ja, ja, aber jetzt hast du da eins drin. Kannst eventuell das darüber, dann hast du da zwei drin. Oder so. Das hilft mir jetzt nichts. Nee, gar nicht, stimmt. Nein. Aber wenn du da eins drin hast, das hilft vielleicht ja sogar. Man muss nur wissen, wie dann noch. Ja. Ja, und das vielleicht da die 6 rein? Upp. Was machst du? Ich mach das. Achso. Da rein. Ja, das hat jetzt auch nichts genützt. Ja, warte mal, dann machst du hier 9 rein. Und machst näher oder. Ja, das da rein. Dann hast du da noch das drin, dann hast du da 2. Dann hast du da dann. Also 3 darf da nicht drin sein dann. Okay, aber ne, 1, mal, die 1 ist immer sein? Gut. 5 nee, Liter in. Okay. Ja. 1 dort. Ist jetzt eben die Frage, was dann? Dann wird da 7. Wenn du das da wieder zurück. Nee, das ist auch nicht. Also, das ist schon wieder. Das wieder da vielleicht zurück und. Ah, gucken. Haben wir es doch schon. Fertig. Nein. Ach so, ja, doch. Stimmt. Wo? Das war bestimmt in weniger Zügen lösbar. Ja. Aber egal, wir haben es richtig. In 7. Ja. Vermeintlich, mutlich. In 9. Okay. Ist auch okay. Wie viel hatten wir? 18. Wir hatten nur das Doppelte. Das geht. Also waren wir doppelt so gut. Vielen lieben Dank, nun kann ich endlich mein Teegepäck packen. Wie kann ich mich revanchieren? Nun, da das hier ein Restaurant ist, kommt doch einfach vorbei, wenn ihr Hunger habt. Es geht aufs Haus. Moment, er hat Milch abgegossen, abgemessen, um am Teegepäck? Mhm. Aber es ist doch Teegepäck und nicht Milchgepäck. Es sind doch keine Milchbrötchen. Der hat nix. Oh. Oh, Entschuldigung, das war sehr taktlos. Ja, das war wirklich sehr taktlos, da einfach so weiter zu klicken. Wir suchen Ramon, haben Sie ihn vielleicht gesehen? Nein, ich glaube, der war ich. Heute habe ich ihn noch nicht gesehen. Aber wenn ihr ihn nicht im Dorf findet, ist er sicher im Park oder irgendwo im Turm. Ihr wisst schon, irgendwo, wo die Dorfbewohner sonst nicht hingehen. Im Turm also? Oh, dem Turm solltet ihr aber lieber fernbleiben. Man hört schlimme Gerüchte darüber. Gerüchte darüber. Man riecht daraus schlimme Gerüche. Allerdings, wir werden ständig vor ihm gewarnt. Was sind das denn für Gerüche? Naja, schlimme Dinge eben. Knoblauch.
Dieser Turm hat etwas sehr Bedrohliches. Da könnte ein Vampir drin sein. Ach nein, das war ja in Dropsense. Vollstone. Volldrop. Wie war der denn jetzt wieder? Du. Und was denn? Du hab. Hallo, ihr zwei. Ich hab ja schon einige Rätsel gelöst, wie man hört. Ihr kommt aber erst durch, wenn ihr mindestens 12 Rätsel geknackt habt. Ach, hundalu. Ach, anscheinend ist es schon so weit. Ach, naja. Dann hab ich wohl gelogen, denn wenn ihr hier durch wollt, müsst ihr noch ein Rätsel lösen. Das ist gemein. Wir hatten mehr als das Doppelte. Seltsame Augen. Oh. Unten siehst du einige seltsame Würfel, deren Augen etwas wahllos angeordnet zu sein scheinen. Wenn du aber genau hinsiehst, kannst du eine Regelmäßigkeit entdecken. Folgendes ist dir bekannt. A gleich 0, B gleich 9, C gleich 6. Wofür steht damit D? Ich hab's. Ich nicht. Erklär's mir. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du Tic-Tac sagst. Ja, ich weiß, ich krieg dann auch Hunger. Was wäre denn, wenn... ich muss mal auf die Uhr schauen, wie spät ist denn das? Blödes Rätsel. Wieso muss es denn ein Würfel sein? Ich weiß es nicht. Ich habe versucht, mir vorzustellen, was auf der anderen Seite des Würfels sein könnte. Ja. In Wirklichkeit ist es einfach nur das. Ja. Ach, gut gemacht. Ihr habt Zeug mit denen, also geht einfach weiter. Sucht ihr immer noch die Katze? Wir suchen die nächste Katzin. Wir suchen einen Bediensteten der Familie Reinhold. Sein Name lautet Claudia, ich meine Ramon. Haben Sie ihn zufällig gesehen? Ramon, sagen Sie? Ja, den habe ich gesehen, aber wo war das nur? Fragen Sie vielleicht besser jemand anderen. Fragen Sie doch Lucy hinter dem Glockenturm. Oh Gott. Oh. Es ist so schwierig, da noch weiter irgendwas zu machen, wenn du den sprichst. Endlich können wir durch den Glockenturm zum Norden des Dorfes. Wie aufregend! Ich bin schon gespannt, was uns dort oben erwartet. Das wäre doch ein super Cliffhanger. Richtig. Was habe ich denn jetzt? Hinterhof? Glockenturm. Oh, 34 meine ich. Das ist ja schon... Nicht schlecht. Das ist ja schon die Hälfte. Na also? Schau mal den... Ja. Die Maus. Ja, die arme Maus. Die sind süß. Was macht der Kater bei der Maus? Oh nee. Ich glaube nicht, dass er das macht, was du glaubst. Nein? Nein, da müsst ihr unter die Maus fassen, so wie sie sitzt. Oh, verdammt. Ich wusste gar nicht, dass du da dich so auskennst. Naja, der Joey hat seinen Hintern ja auch nicht hier. Ja, stimmt. Ich frage mich hier, warum das Mädchen so komische Bewegungen macht. Naja, lassen wir das. Ja, gehen wir doch einfach, machen wir einfach aus. Ich werde mal den Stream erstmal ausstoppen. Tschüss. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.